Jawohl. Gut. Ja, es geht weiter. Wir sind dann wohl in dem Gebiet nicht fertig, aber die Quest haben wir erstmal erledigt. Ich schaue mal in den Questlog. Wir haben mehrere Quests angenommen. Da müssen wir eine aussuchen. Mal Inventar. Uns fehlen noch 10 Eisenerz. Immer noch. Ja, die können wir irgendwo bei einem Händler kaufen. Wie viel Silber haben wir denn bekommen? Wie viel Silber haben wir gekriegt? Sehe ich das hier in der Tasche? Silber. Ah, ein bisschen was. 321 haben wir jetzt. Genau, die Quest wollte ich angucken. Und zwar die Mauern von Tempelbur. Befinden sich die Ruinen. In Tempelbur befinden sich die Ruinen einer alten römischen Festung. Ein geeigneter Platz, um einen König zu verstecken. Ivo zieht los, um sich mit Sigurd und Ubba zu treffen, die den Ort bereits auskundschaften. Sprich mit Sigurd. Und hier finde Ivar und sprich mit ihm. Legrachester, ein sächsisches Bauerndorf auf den Ruinen einer römischen Siedlung, gilt als einer der Orte, an denen sich der König verstecken könnte. Ivo reist Ivar hinterher, der schon dorthin aufgebrochen ist, um sich ein Bild zu machen. Gut, die Sage der Königsmacher, das ist beides dasselbe. Ich würde sagen, wir machen zuerst Sigurd. So, mal schauen, wo der Herr steht. Da oben. Da mache ich mal eine Schnellreise zu dem Hafen hier. De. Da geht's hin. Dann nehmen wir mal das Schiff. In die Wellen. Auf geht's. Hier müssen wir an die Ruder. Gib Gummi. Hier können wir nicht segeln. Segel setzen! Geht nicht. Ich will nicht zur Kartenmarkierung. Ich lösche mal alle. Zack. Das sind alte Markierungen noch. Ich will zum Questziel. Jawohl. Wenn man nichts mehr markiert hat, kann man zum Questziel um ein Lied bitten. Stimmt etwas an. Wer kann was erzählen? Einmal kam eine Frau namens Nahl unangekündigt mit einem Schiff nach Vornberg und verlangte König Sigvaldi, Styrbjörns Vater, zu sehen. Nahl kam aus dem Gautaland. Sie war groß, wild und stark. Und alle, die ihr nahe kamen, sagten... Erzähl nachher weiter. Hey, da sind feindliche Truppen stationiert. Segel runter! Schiff nicht! Da. Auf geht's. Zeigen wir es den Schweinen. Sperrgebiet. Jetzt gibt's auf den Nüsse. Plündern nicht vergessen. Huch. Da oben steht einer. Kaputt. Da ist einer mit einer Standarte. Du bist uns nicht verlassen. Du bist der Gutwig. Ich hoffe nicht, dass du so entkommst. Na? Nur ein Fehler. Greif
doch mal an hier. Ein Eindringling, kommt her! Da passiert irgendwie nichts. Jetzt. Lauf nur nach Hause. Und kaputt. Ja, die Standarte steht. Er denkt da zumindest dran. Sag mal den Rest. Tschüss, mein Freund. Das war, glaube ich, auch ein Crit. War ziemlich viel Schaden. Oh, was haben wir denn da? Okay, ist einfach nur ein Verbündeter von uns. Okay, die haben alle einen türkisen Punkt. Ich wollte gerade lila sagen, aber das ist mehr türkis. Steht hier der Bogenschütze da oben. Zack. Jetzt stirbst du schon. Haltet den Wicht auf. Na? Kaputt. Headshot. In your Gesicht. Okay, die kommen alle hier aus dem Tor raus. Einer nach dem anderen. Okay, den kann man nur tragen. Du verdammter Scheißhaufen. Du Hasenfuß. Was? Wie hast du mich genannt, Hasenfuß? Kaputt. Und so, ich guck mal hier in das Haus rein, in den Turm. Hier unten ist gar nichts. Der Raum ist komplett leer. Vielleicht ist hier oben eine Truhe oder so? Nee. Leider nein. Dein Tod naht. Häschen, sagt er. Häschen. What? Überrumpelt den Hohlkopf. Du bist kaputt. Du bist nicht mehr willkommen. Breitling, du kannst nicht fliehen. Zack. Der Angriff von hinten. Wow, eine Armbrust. Du wirst zerschmettert. Das wirst du büßen. Tschüss. So fällt man in den Rücken. Reichtum erworben. Der hat wohl was Wertvolles bei sich gehabt. Ein Kohlebarren. Warum schleppe ich einen Kohlebarren mit mir rum? Was will ich mit einem Kohlebarren? Ich weiß es nicht. Falscher Knopf. Zu langsam. Geschafft.
Wieder zu langsam. Kaputt. Und tschüss. Diese Stangenwaffe zu kommt, dann ist gar nicht mal so einfach. Jawohl. Noch ein Kohlebahn. Wow. Die haben wohl alle sehr seltene Sachen mit in den Taschen dabei. Damit sie nicht in falsche Hände fallen. Ja, wenn da plündern steht und dann nichts drin ist, ne? Das ist so ein Gefühl von leichter Enttäuschung. Da steht noch ein Bogenschütze. Ich spalte dich. Tschüss, mein Freund. Es war schön gewesen. Oha, die können ausweichen hier. Was? Auch kleine Treffer zeigen Wirkung. Man kann das auch nicht blocken. Hier ist aber eine coole Truhe, ey. Die will ich unbedingt öffnen. Kohlebarre. Ja. Wie viele? Einer. Naja, in der großen Truhe hätte ich mehr erwartet. 25, 25. Ja, wir haben das Beste schon an. Aber wir hatten schon einen coolen Helm bekommen. Der wird scheint schlechter zu sein als unserer. Gehört aber mit zum Jägersatz. Irgendwas anderes in Jägerform hatte ich schon mal gefunden. Oder gekauft. Genau, das hier ist die Jägerrüstung. Und das andere, ja, dann brauche ich noch Jägerarmschienen und Jägerhosen. Aber erstmal können wir die Mahlzeiten boosten. Ja. Yes. Das ist so dermaßen teuer. Jetzt braucht man auch noch 4 Stoff. Ui. So, Buch des Wissens. Das ist in die Richtung unten. Noch weiter runter. Den können wir wiederbeleben hier. Den umbringen. Ja? Kommt immer darauf an, auf welcher Seite du bist. Manchmal wirst du wiederbelebt. So, auf der Höhe. Dann wird da das Buch sein. Muss ich gucken, wie ich da reinkomme. Nicht von hier, sondern eher so von da. Tschüss.
aus der Bewegung heraus. Da waren nochmal Pfeile. Ich guck mal, ob ich meine da oben wieder einsammeln kann, die ich gerade verbraucht habe. Jawohl, Raubtierpfeile habe ich bekommen. Hier ist ein Tor, da kommt man nicht durch. So, drüber klettern. So, irgendwie muss man dann noch rein. Hier. Das sieht mir doch nach einem Eingang aus. Er ist auch schon da. Sehr gut. Sehr vorausschauend. Hier ist auch das Buch des Wissens. Der Köcher ist voll. Der Köcher ist voll. Cool, ey. Der Köcher ist voll cool. Zivilisten nicht töten, sonst werden wir desynchronisiert. Hey, was geschieht da? Jetzt stirbst du. Komme ich hier durch? Nein. Da sind Pfeile. Okay, weiter kommt man nicht erstmal. Durch die Tür hier kann man leider nicht durch. Durch das Gitter. Aber da scheint auch nichts hinter zu sein. Okay, ich gehe mal hier raus. Hier und da steht noch mal ein Gegner. Aber nicht schlimm. Ich spreche jetzt mal mit Sigurd, dann können wir die Quest richtig starten. Voila! Voila! Zack. Als dein schweigsamer Freund. Der sagt nie wieder was. Wir haben euch alles erzählt. Lasst ihr uns jetzt gehen? Das kommt darauf an, was jetzt passiert. Eivor, da bist du ja. Was ist mit den Gefangenen? Männer aus der Feste. Sie waren auf Wachgang. Wir haben sie ausgequetscht. Bogrod ist nicht hier. Die bewachen seine Frau Ethelsweet. Nach Tamevjord haben die beiden sich wohl getrennt. Es wird nicht lange dauern, ehe jemand nach diesen Männern sucht. Wir müssen hinein und Ethelsweet finden. Die Königin ergreifen, um den König zu finden. Gute Idee. Hoffen wir, dass sie Erfolg hat. Versuch du noch mehr aus ihnen rauszukriegen. Eivor und ich werden uns darum kümmern, Ethelsweet zu holen. Möge Odin euch leiten. So. Die Sachsen werden uns nicht durch die Vordertür hereinbitten. Wir können versuchen, nicht aufzufallen oder dein Langschiff nehmen. So oder so, ich folge dir. Ach, Eivor. Davon habe ich immer geträumt. Umherzustreifen, um einen König zu suchen? Vom Wikingerleben. Mit dir,
mit unseren Brüdern und Schwestern. Neue Flieg, Freundin. Erobern. Freundschaft. Wo würde ich sie verstecken? Wahrscheinlich in dem noch intakten Bereich hier. Eine gute Frage. Die könnte überall sein. Aber ich schätze mal, sie ist hinten noch in dem noch intakten Bereich mit nicht kaputten Mauern. Aber jetzt sollten nicht mehr viele Wachen darum. Dieser Ort wird gut bewacht. Ich bin genau, wo ich sein will. Ich ebenfalls, Bruder. Er wurde mal gut bewacht. Es kaum unbemerkt durch diese Tür schaffen. Will er durch die Tür? Nein. Schade, dass halt nichts zu essen auch. Adrenalin ist voll. Sind hier noch mehr Bären? Nee, ich sehe keine. Ich sehe soweit keine Bären mehr. Dann gehe ich hier mal weiter. Hi. Dann lösen wir hier das sind mal ja noch die Leute. Wikingerart. Hallo. Der ist nicht mehr. Wir passen. Na, ich habe den Schlag noch abgekriegt. Tschüss. Wo steht er? Da oben? Auch ein freies Schussfeld. Ja, er ist schon tot, ne? Kann ich die Tür von hier aufmachen? Nein. So, jetzt muss man mal gucken. Quasi 40 Meter in die Richtung. Auf der Höhe hier. Na, gut. Da ist so ein Anbau quasi. Dann Bogen gehört, der gespannt wird. Da.
genau hier. Oh, hier sind auch Bären. Ja, ich weiß es nicht. Ja, das ist zu weit leider. Da kann man nicht so komisch springen. Ich weiß jetzt nicht, wie man da hinkommt. Ich habe keine Ahnung. Selbst wenn man hier jetzt einmal rumrennen würde, rein theoretisch. Mit dem Raben. Sie für mich sühnen. Also erstens ist da einer. So. Den habe ich markiert. Ach, der ist hier auf dem Vorsprung gewesen. Das ist auf dem Vorsprung oder da in der Wand? Ja. Ich glaube, dass die Truhe da oben noch falsch angezeigt wird. Für mich sieht das nach einem Bug aus. Auf jeden Fall. So. Also erstmal wieder auf die... Huch. Aus da. Kommst du da mal? Willst du jetzt schlafen oder was? Das ist ja der Oberarm. Da kommt man nicht hoch. Das kann hier drin sein. Das Soldatenquartier. Ethel Suite könnte hier sein. Ah, hier habe ich eigentlich nichts vergessen. Ah, ich guck noch mal. Ihr drei, verschwendet. Lady Ethelsweet, Burgred hat sich alle Mühe gegeben, euch zu verstecken. Aber ganz erfolgreich war er nicht. Lasst meine Mägde frei. Sie haben nichts mit unseren Streitigkeiten zu schaffen. Hörst du das, Eivor? Edel, selbstlos. Mit so jemandem muss man Vereinbarungen treffen. Eine außergewöhnliche Frau. Wir sind nur auf der Suche nach dem König. Sag uns, wo Burgred sich aufhält, und wir werden kein Blut vergießen. Bitte, ich weiß nichts. Gut gemacht, Sigurd. Sie versteht nur den Ernst der Lage nicht. Aber das wird sie schon bald. Moment. Das sind Hände, die Wäsche waschen. Die Hände einer Dienerin. Sie soll uns täuschen. Ah, okay. Hier waren wir schon mal drin, aber wir hatten die Quest noch nicht. Bewacht die Mägde. Ich folge Ethelsweet. Leofids Anweisung. Ah, hier kommt auch keiner, der angreift. Dann können wir uns das durchlesen. Die Dänen haben Echelsworth noch nicht zu Gesicht bekommen. Sollt sie die Feste stürmen, werden sie nur an ihren Gewändern erkennen. Lasst sie deshalb mit einer ihrer Mägde die Kleidung tauschen. Sie wird sich dagegen verwehren, um ihre Vertrauten nicht in Gefahr zu bringen. Doch sie muss alles Notwendige tun, um einer Gefangennahme zu entgehen. Dahinter. Kommt man jetzt durch die Tür hier? Da ist doch was drin. Ich guck mal so um die Ecke. Mann, ich guck, ob da ein Loch in der Decke ist.
glaube, da unten ist das kaputt. Da kann man, glaube ich, durchkriechen. Nee, da liegen Steine. Da komme ich nicht durch. Nee, da komme ich nicht rein. Jetzt weiß ich zumindest, was das ist. So, Pfeile. Das waren nur Pfeile. Das waren nur Pfeile. Das ist nicht so schlimm. Ja, ich muss auch sagen, das ist eine ganz, 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 ganz tolle Story und so. Adrenalin ist voll. Das kann passieren. Wenn man zu viel Pilze frisst, ist das Adrenalin irgendwann auch voll. Mahlzeit. Er hatte eine ganze Mahlzeit dabei. Das ist der Hammer. So, hier ist ein Ruderboot. Das werde ich mir mal snacken. Komm her. Führung übernehmen. Oh, auf geht's. Was ist das? Gott liebt mich. Kaputt. Ich bin noch mal im Boden rum. Einfach zur Sicherheit. Gut, sie ist abgehauen ohne Pferd. Das ist wohl nicht so intelligent. Jetzt steht sie da hinten. Huch. Es greift mich hier ein Hirsch an. Hallo. Na du wohl. Oha. Der ist aggressiv hier. Hat aber keine Chance. So wie es aussieht, ist sie jetzt auch komplett alleine, wenn die Wölfe nicht mehr sind. So. Gar nicht so leicht, sie festzunehmen, ne? Alle Tiere des Waldes verteidigen sie.
Das ist der Hammer. Die haben sich zusammengetan. So. Kaputt. Da hinten läuft sie. In die nächste Stadt, so wie es aussieht. Ich darf hier nicht erwischt werden. Bleib mir vom Leib! Mein Mann wird euch alle in die Hölle schicken. Stellt sofort euer schändliches Treiben ein. Wag es nicht, Hand an mich zu legen. Alle. Da hat er sich versteckt. So, hier war wohl so ein Banditenlager. Können wir auch gleich mal plündern. Hier gibt es ja auch Ressourcen ohne Ende. Bin zufrieden mit der Ausbeute. Supi. So, die haben wir hier ja schon gefesselt. Das heißt, wir nehmen die mit. Ja, auf geht's. Gar nicht schlecht. Du machst es uns wirklich nicht einfach. Finger weg, du heidnische Gestalt. Wo sind denn plötzlich deine Manieren hin? Was frag ich auch. Lass mich gehen. Ich befehle es. Nach allem, was du versucht hast? Ich bin doch nicht verrückt. Ist dir überhaupt bewusst, was du hier tust? Ich bin die Hohe Lady von Mercia. Die Hohe Lady von Mercia? Wie sieht die aus? Ihr verschwendet eure Zeit. Ich rede nicht. Nicht mit dir und auch nicht mit deinen Leuten. Das solltest du nochmal überdenken. Deinem Volk zuliebe. Wer weiß, wie viele noch sterben müssen. Durch meine Leute. Du machst mir keine Angst. Dann bist du töricht. Haut sie jetzt ab. Ich muss sie aufs Schiff kriegen. Ich versuche sie mal zu lenken. Ja, da soll sie hin. Ich glaube, da ist unser Lager. Ja, ich glaube ja.
Und mitnehmen. Lady Edelsweet. Nicht dein bester Tag, was? Der Herr wird deine Seele verdammen, wenn er sie findet. Ein guter Fang, Eivor. Sie dichtet fast besser als du. Wo ist meine Kathleen? Was habt ihr mit ihr gemacht? Ach, deine Magd, meinst du? Die sich mutig in edle Gewänder warf? Die ist angekettet, zusammen mit den anderen. Ich bring die Weiber nach Tamelfjord, damit sie gesprächiger werden. Wenn sie auch nur einen Kratzer bekommt. Ich rede mit Sheolwulf. Vielleicht hat er eine Idee, wie wir zu ihr durchdringen können. Ich gehe nach Legrakester. Vielleicht hat Iva mehr Glück gehabt. Sigurd, was ist mit diesen Gefangenen? Wir haben, was wir brauchen. Lass sie frei. So machen wir. Tada! Zwei Fertigkeitspunkte. Dann haben wir jetzt schon vier. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Danke dir. So. Die sind befreit. Dann kommt jetzt die nächste Quest. Und zwar... Es geht zu dem... Wie heißt er? Iva. Legrakester, ein sächsisches Bauerndorf auf den Ruinen einer römischen Siedlung. Haben wir auch schon gelesen. So, ich guck mal, wo müssen wir dafür hin? Da unten. Können wir hinreisen. Schnellreise. Muhahaha. Yeah. Ja, die mögen eigentlich nicht. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Ah, da vorne. Bin ich auch schon fast da, ha? Da oben steht einer. Kann sein, dass das unser Mann ist. Ja. Ich kletter erstmal nach ganz oben. Das Misstrauensgebiet. Jawohl, das ist er. Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburggrät ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uba und Sigurd in Tempelburg getroffen? Burgrets Frau hat sich dort versteckt. Uba hat sie nach Tamelfjord gebracht. Gibt es ein Problem?
Mein Bruder, wenn du mich fragst. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Speer kommt nicht wieder. Der ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burgred uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe rein. Sahaha. Gut, wir haben zwei Ziele. Durchsuche die Kirche und durchsuche das alte Badehaus. Das werde ich tun. Erstmal baden wir im Stroh. Tada. So. Nicht unweit von hier, beziehungsweise unweit von hier, ist ein Sollen Sie über die guten Schwestern Schatz. Dabei können Rets Hof herfielen. Mal schauen, ob ich den kriege. Ah, der ist unten. Okay, unter uns. Ja, gut. Dann gehe ich zum ersten Ziel. Die Kirche wird gut bewacht, aber es muss einen Weg geben. Ja. Den wird es geben. Augenblick! Haha. Das ist doch Pferdemist. Wir sollten lieber kämpfen, um Tamefjord von den Dänen zurückzuholen. Wir sollen zuerst. Das muss das Badehaus sein. Irgendwie muss ich da rein. Leofrieds Anweisung? Der König hat ihn längst satt. Weißt du das nicht? Das erzählen sich jedenfalls alle. Hat ihn satt? Wie meinst du das? Bist du denn blind? Er stellt Burgreds Befehle bei jeder Gelegenheit in Frage. Seit die Dänen aufgetaucht sind. Stehen bleiben! Nicht rühren! Tschüssi! War lautlos. Ein Türschlüssel. So, ich habe jetzt noch keine Pfeile mehr. Da stehen welche. Schauen, hier wird es ja bestimmt noch mehr geben. Zack, jetzt habe ich wieder 6. Wunderbar. Hier wird es ja bestimmt noch mehr geben. Leider nicht durch. Tja.
So. Wenn du es mir gleich gibst, höre ich mir die Hälfte von dem, was du verloren hast. Kann ja sein, dass du morgen aufgespießt wirst. Und dann bekomme ich gar nichts. Ich vermisse den alten Fischhändler wirklich. Naja, seine Tochter. Mann! Der Geruch störte mich nicht. Und ihre Augen. Ein Mann. Das sind jede Menge Vorräte, die sie hier verstecken. Wow. Vielleicht finden wir hier noch ordentlich was für unsere Siedlung. Cool, man kann unterm Tisch durchsliden. Ah, Leofrieds Anweisung. Schafft das Getreide ins Badehaus. Haltet es dort bis zu meiner Rückkehr unter Verschluss. Manche Bauern werden sich womöglich wehren. Seid nicht so hart zu ihnen. Wir nehmen ihnen jede ihre Lebensgrundlage. Ohne versprechen zu können, dass sie je alles zurückerhalten. Das ist nicht gut. Aha, jetzt bin ich hier wieder. Okay, hier war der Anfang. So, die Frage ist, ist hier noch eine verschlossene Tür? Oder ist der Schlüssel für was anderes? Noch bin ich ja hier. Und werde höchstwahrscheinlich nie wieder hier reingehen. Mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht. Ach cool, hier kann man noch was plündern. Da ist eine Tür. Ah. Hahaha. Okay, der ist leider nicht mehr am Leben. Sonst hätten wir ihn befreien können. Da sind wir zu spät. Da sind wir leider etwas zu spät für den guten Herrn. Zwei Silber hat er noch gehabt. Man kann hier nichts aufschließen. Ja, man kann leider nichts aufschließen weiter. So, vielleicht ist hier oben noch eine Tür. Also die Ebene haben wir auf jeden Fall durchsucht. Ah, hier ist noch eine Tür. Aufschließen, jawohl. Bevor ich da reingehe, gucke ich mal, was hier hinten noch liegt. Vielleicht kann man hier noch was plündern. Nein. Geolbert. Was macht ihr hier?
Hast du den Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgrat. Du bist Ivars Speer. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgrat selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Legarkester. Woher willst du das wissen? Leofried kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgrats Frau, Lady Ethelsweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Nicht mehr. Wir haben die Feste gestürmt und sie zurück nach Tamevjord gebracht. Sie muss wissen, wo Burgrat sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Ivar, bringen wir dich schnell hier raus. Er sagt Tempelburg. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Ich glaube, das ist eher Borg. Hier sagt man ja auch immer noch heute Borg, ne? Das wird nicht Burg sein, sondern Borg. Also Tempelburg. Eieiei, was man hier alles findet. Ha, ha, ha. Beschützen. Wo ist er hin? Da vorne. Ist sie schon am Kämpfen? Sie sind überall. Bleib an meiner Seite. Was soll ich tun? Kämpfe! Los, kämpfe! Ey, was war das? Ein Fiesling. Bevor du das machst, würde ich gerne plündern. Hier liegt ja noch so einiges. Sabbel nicht. Hände bitte. Nee. Nee. Ut, ga, Fleu. Ihr seid Fluga von Leben. Fluga, Fluga. Bist du verletzt? Sag was. Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht, Sheolbert. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Ivar? Sheolbert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Ivar hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Heopedun und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Ich gehe nach Tamevjord. Vielleicht hat Lady Ethelsweet mehr zu erzählen.